Freitagabend und wir fragen, was gibt es Neues mit Günther Leiner, Ulrike Beinbeutsch, Omar Sarsam, Rudi Scheller und Gerold Rudle. Wir haben ein ganz tolles Jubiläum. Wir haben einen schönen Ehrentag für euch wieder rausgefunden, und zwar der 25. Jänner. Seit 1872 wird der weltweit jährlich begangen. Es ist der berühmte Gegenteiltag. Ja, echt? Deswegen gibt es auch heute keine Goodies, sondern Baddies. Okay? Baddies, das sind Baddies. Die Sendung heißt, was gibt es Altes? Ja. Hervorragender Einstieg. Rudi Scheller, gleich die erste Pointe noch, bevor wir die erste Frage gestellt haben. Wunderbar. Ich bin überrascht. Ja. Ich kenne dich ja nur als Vormärz und da schweigst du. Ich habe gar nicht gewusst, dass du reden kannst. Sehr oft. Meine Freundin war so ähnlich am Anfang. Also wie ich erzählt habe, ich bin bei Was gibt es Neues, war das Erste, was sie gesagt hat. Ja, aber da musst du ja reden. Nein. Verstehe ich aber. Ja. Super. Und zum Gegenteiltag, es kriegen normalerweise alle Goodies, heute kriegt nur er die Baddies. Darf ich trotzdem noch zum Gegenteiltag ein bisschen was, weißt du, öffentlich-rechtlich wertvoll, wir wollen wissen, was das genau ist. Alexander Kerr Craig hat diesen Tag ins Leben gerufen, ist ein ehemaliger US-Kongressabgeordneter, und es war vermutlich nach einer Abstimmung, mit dessen Ergebnis er nicht so zufrieden und glücklich war. Und sagt, heute ist ein total gegenteiliger Tag, ein verrückter Tag. Und deswegen wurde dieser Gegenteiltag am 25. Jänner eingeführt. So, da gibt es zum Beispiel verkehrte Welt, kennst du das? Da muss man, wenn man was sagt, ist zum Beispiel, wenn ich sage, du bist total sympathisch. Man muss aber sagen, nein, du bist total deppert. Mann, aber sympathisch. Genau, aber verkehrte Welt, ja? Also nein, nicht du jetzt, ja? Das kenne ich auch von meiner Freundin zum Beispiel. Wenn sie mich fragt, hast du zugenommen, sage ich immer nein. Das kenne ich auch von meiner Frau, ja? Was ist ein Knallschein? Ein Waffenschein ist ein Waffenschein. Wieso meinst du? Warum? Na, wie ein Knall, Peng. Ja, aber dann. Die erste Assoziation war Knallschein, Waffenschein. Ja, ist gut. Könnte ja auch Konfetti-Schmeißer sein. Deswegen heißt es ja Waffenschein. Ja. Du meinst, es ist so. Im Comics könnte es Knallschein heißen. Im Comics sagt man bei uns auch in Stadlau. Ich schwöre, Alter. Im Comics. Wo hast du. Ja, da schau. Du kriegst einen kleinen Wurm und du kriegst was. Eine Ratte ist das. Aber ich verstehe nicht, wie sagt man sonst? Ich hab's gefangen im Hand. Hast du gesagt? Sagt man nicht im Comics? Was ist daran falsch? Im Comics. Den Plurals. Na, das gemalte Comics. Heißt das nicht Comics? Nein, es ist Comics. Das heißt in dem Comics. Im den Comics. Genau. Als ich ein Kind war, gab es am Vormittag immer so diesen Sprachkurs. Ja. Russisch, oder was? Ja, das können wir jetzt wieder neu auflegen. Was gibt es Neues? Ich weiß, ich habe Heft vergessen. Ich habe das Heft vergessen. Vielleicht ist es einem Zahlschein. Nein, einem Fahrschein. Wenn man zwei Fahrscheine hat, dann ist der zweite der Knallschein, weil dann kommt der Kontrolleur, man zeigt den ersten her und sagt, ich habe einen zweiten, und dann sagt sie, haben sie einen Knall. Kann natürlich auch sein. Ich glaub, es ist der Reservehund, oder den viele Männer im Geldbeutel drin haben. Der Reservehund? Ja, nein, Reservehunderter. Achso. Der Reservehund. Falls der Hund zerknallt. Genau, bist du beim Angeben, mein Haus, mein Auto, mein Reservehund. Ich vergesse immer. Du weißt das nicht, Oma, aber wir sind alle schon ein bisschen älter. Oliver, es ist der Reservehunderter. Ah, jetzt. Aufdrehen, du musst das aufdrehen. Ja, nein, dann höre ich nämlich noch mehr Stimmen.
Ja, nein, ich meine jetzt nicht die Stimmen, die du sonst nicht mehr hast, sondern ein Reserve-Hunderter, den hat man drin, wann, also was ja, jetzt natürlich, ja, nein, im Geldbörsel. Also, das, was natürlich bei uns allen ja nicht passiert, weil wir sind ja sehr zivilisiert. Das ist ein blöder Platz, jetzt verstehe ich, warum der Gernot immer so einen Scheiß redet, weil das ist, du sitzt da und längst redest, das ist komisch. Von der Seite ist es komisch. Es ist komisch. Oder es ist, wenn du Silvesterraketen kaufst. Ist ja schon wieder fast ein Monat aus Silvester. Ja? Ja. Und du brauchst, gibt es ja dann verschiedene Kategorien: A, B, C, saugfährlich, tödlich. Ja? Und dann hast du für die letzten zwei brauchst du praktisch einen Knallschein. Da musst du irgendwie so fürs Feuerwerk irgendwie. Nein, da gibt es tatsächlich etwas, wie heißt das? Sprengmeister. Knallfrösche. Sprengmeister. Reisepipser. Also Sprengmeister also heißt bei uns im Irak. Ich dachte, das ist Pyrotechniker. Nein, aber schöne Rakete. Ich weiß es. Entschuldigung. Die Uli weiß schon wieder. Ich weiß es. Die Uli weiß es. Da warte noch ein bisschen, dass wir auch noch was sagen können. Okay. Du weißt das immer. Ja, lass ihnen gerne doch was über. Ja, ich lasse es, bitte. Okay, ja, nein, nein, sag. Was, wofür? Und zwar beim... Wie heißt das Wort? Sex. Und zwar bei da heißt das Wort. Herbert. Ich weiß schon. Das heißt Herbert. Nein, bei den Motorrädern, die knallen doch so hinten raus. Ja, aber nur wenn der Auspuff hin ist. Also ja, wenn der Vergaser dann ein Problem aber hat. Aber die machen doch die Dinger immer lauter. Und damit sie das dürfen, brauchen sie einen Knallschein. Momo Lenkrad Remus Doppelauspuff BBS. Ich glaube, das heißt A-Führerschein, oder? Wie nochmal einmal? Ich habe gesagt, Momo Lenkrad Remus Doppelauspuff BBS Reifen Knallschein. Ja. Danke für die Übersetzung. Bravo. Ja, aber ich bin jetzt nicht so versiert, was aufgetunte Motorräder anbelangt, aber ich meine, wenn es knallt, dann ist es doch meistens irgendein Vergaserproblem. Ja, richtig. Eben, also das gehört ja nicht. Es ist entweder ein Vergaserproblem oder Harley Davidson. Wann die überhaupt anspringt. Aber das ist jetzt, jetzt kommen gleich wieder die bösen Mädels. Nein, ja. bitte nicht. Ja, ja. Ich leite sie gleich an dich weiter. Danke. Nein, ich glaube, ja. vielleicht ist es ja auch die bestandene Sommelierprüfung. Weil der dann nur richtig weiß, wie er den Sekt öffnet, ohne dass es knallt. Und darum nennt man den Knallschein, verstehst du? Das ist eine schöne Antwort zum Abschluss dieser Runde. Du kriegst da einen Skarabäus oder was immer das auch sein mag. Aber leider falsch. Skarabäus. Es ist, der Günther war definitiv am nächsten dran, weil... Es ist keine Silvesterrakete, aber es ist, man braucht den Knallschein auf hoher See. Wer auf seinem Schiff, Segelboot, Seenotsignalmittel mitführt, das sind Leuchtpistolen, Handfackeln oder Signalraketen, ja, da brauchst du den Nachweis, dass du damit fachkundig umgehen kannst. Und diese Bescheinigung, die wird Knallschein genannt und die muss stets an Bord mitgeführt werden. Danke, Katharina Bösch aus Wien. Und kannst du das fangen? Ja. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Na, das war doch ein schöner Auftakt. Jetzt Gegenteil. Gegenteiltag, ja, das Thema. Es gibt bei einer bestimmten Vogelart, da unterscheiden Zoologen zwischen Rechtsausleger und Linksausleger. Ja, wirklich. Je nachdem, das kann man auslegen, wie man will. Ja, ja. Na, rechts oder links? Ja. Und ich möchte wissen, was es mit dieser Unterscheidung wohl auf sich hat. Naja, je nachdem, wo es einen Schwanz dran. Ich wollte sagen... Die männlichen Vögel oder die... Ja, natürlich die männlichen Vögel. Aber das ist ja bei uns auch so. Aber jeder Vogel hat einen Schwanz. Bei uns sagt man halt Rechtsträger oder Linksträger und da sagt man halt Rechtsausleger oder Linksausträger. Ich wollte sagen, wo sie die Eier hinlegen. Rechtsausleger oder Linksausleger? Machen das Nest, die legen das Ei rechts hin oder links aus? Okay, das ist schön. Aus, nämlich außen, die legen es außen, Nest außen, raus, nicht? Ja, ja. Sie links, wenn sie es gebären. Wenn sie es gebären, wenn sie die Eier gebären. Wenn sie die Eier gebären. Sie haben mich verstanden. Ja, wir haben dich alle verstanden. Wir haben dich alle verstanden. Wenn sie die Eier gebären. Wenn sie die Eier gebären. Aber da muss... Da muss einer dafür auslegen, weißt du? Ja, natürlich. Oder den Flügel. Den ja? Flügel. Wegen Vogel. Was wegen Vogel? Na, die einen legen rechts aus das Flügel und decken die Kinder zu und die anderen tun es links und decken, auslegen. Meistens sitzen sie ja drauf.
Ja, aber da gibt es immer andere Vogelarten, ne? Die es halt auslegen. Das war ja die Frage. Das sind die ganz zärtlichen Vögel, ja, die lieber nicht drauf sitzen auf die Kinder. Die sagen, nein, ich habe schon losgelassen, ich umarme sie nur mehr. Ja, so. Und die Vögel, die... Die dabei das Schwanzerl so rotieren lassen, das sind die Helikoptereltern. Ja, ja. Genau. Nur, die Frage ist, was ist eine Rechtsauslegung und eine Linksauslegung? Ja, und was hat es mit dieser Unterscheidung auf sich? Was wird rechts ausgelegt und was wird links ausgelegt? Ah, beim Fliegen. Beim die einen Fliegen. Machen rechts die Kurve, ja, genau. Die anderen legen sich links rein. Arme Vögel fliegen immer im Kreis. Es ist ja. Ja. Es ist ja. Es wäre auch immer weniger, wenn keine mehr fliegen. Ich glaube, es hat mit seinen Brieftauben. Ja. Und die Rechtsausleger machen nur Geradehausnummern und die Linksausleger machen nur. Ja. Es ist ein Baddy. Es ist ein Baddy. Aber vielleicht die Störche. Das sind ja wirklich die Vögel, die dann echt gebären, weil die kriegen ja Babys. Ja. Und da gewinnt man die Olis gerührt. Das fuck überhaupt. Stell dir mal so einen Storch vor, der gerade ein Baby gebärt. Der ist arm, das ist nicht mal. Das ist furchtbar. Ich liebe die Kommunikation. Langsam. Wer? Bei den Störche, die ja, wenn man anknickt, dass die im Land ist, das so, dass man, da stellt man einen Storch aus, wenn ein Kind geboren ist. Ja? Richtig. Ja. Und bei den Burme sind es die Rechtsausleger und bei den Kindl die Linksausleger. Warum? Weil in der Kirche sind ja früher die Männer rechts gesessen und die Frauen links gesessen. Ja? Und das haben über die Vögel haben wir das so übernommen, dass das rechts und da kann man irgendwer da jetzt helfen. Das sind eine super Geschichten, so historisch wertvoll. Schau, bekommst du auch noch mal Maden. Es geht um keine exotische, das haben wir ja schon festgestellt, mehr oder weniger. Es geht um keine exotische Vogelart, sondern um heimische, eine heimische Singvogelart. Ja, da gibt es die Rechtsausleger und die Linksausleger. Und es sind Rechtsschnäbler oder Linksschnäbler. Und es geht um den Fichtenkreuzschnabel. Bitte schön, darf ich vorstellen? Ja. Der ernährt sich nämlich von den Samen der Fichtenzapfen und hat zu diesem Zweck einen gebogenen, gekreuzten Schnabel. Warum? Um die Schuppen der Zapfen aufbiegen zu können, um dann an die Samen heranzukommen. Und bei etwa der Hälfte der Tiere ist der Oberschnabel nach links, Unterschnabel nach rechts. Und bei der anderen Hälfte ist es genau umgekehrt. Das sind Linksausleger und Rechtsausleger. Super. Heidi Pollmann aus Klosterneuburg bekommt dann 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, und damit darf ich wie jede Woche mich ganz vertrauensvoll an Sie wenden. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, über kuriose Dinge der Woche, über interessante, rätselhafte Fachbegriffe, Piktogramme. Die Adressen, an die Sie uns etwas senden können, sind an dieser Stelle eingeblendet. Wir waren diese Woche wieder unterwegs bei einer Dame in Klagenfurt und die hat die nächste Frage für uns. Guten Abend allerseits. Ich bin Lisa Wallner aus Klagenfurt und das ist meine Frage. In der zentralholländischen Provinz Gelderland rückten im Juli 2015 bei einer Hitzewelle von über 30 Grad alle verfügbaren Salzstreuwegen aus. Warum? Was ist Salzstreuer? Ja, Salzstreuer sind ausgerückt. Naja, weil die Leute so geschwitzt haben und dann haben sie es trocknet damit. Ja. Was? Na, was ist aus? Nein. Ach, schau mal, herrlich. Wie? Danke. Ja, ich habe jetzt eine Frage. Günther Leiner hat die Frage nicht verstanden. Und ich du hast schon was Lustiges gesagt, was die Damen da am Rang verstanden haben, aber ich nicht. So, wie tun wir jetzt weiter? Also erstmal langsam. Na, die soll ich uns sagen. Nein. Na. Also zuerst einmal dir noch erklären. Schau, es gab eine Hitzewelle in der Provinz Gelderland, ja, im Juli 2015 mit über 30 Grad. Und die Salzstreuwägen sind so ausgerückt. Wie bei uns im Winter. Ja, aber das ist logisch. So. Sie haben schon Salz, haben sie ein Wasser rein da. Und das haben sie verspritzt, damit die Leute eine Abkühlung kriegen. Ja, das ist gut. Nächste Frage. Das war in Holland? Ja, Holland, Gelderland, in der Provinz Gelderland. Haben sie Salz gestreut? Na, vielleicht war es einfach eine tolle Überraschung. Ja, was? Eine tolle Überraschung. Aber ich bin anscheinend jetzt ich habe mich noch nie alt gefühlt, aber jetzt gerade zum ersten Mal. Hast du gerade den Rudi Carell? Ja, Rudi Carell kennt niemand mehr. Oder den kennt niemand mehr. Kennt das ist schon noch, oder? Oh ja, wer kennt okay, Rudi Carell? Warte mal, schon noch. Aber die schauen wirklich sehr jung aus. Kennt ihr einen langen Einkaufssamstag? Schon noch. Habt ihr noch mit Schilling bezahlt?
Nein, ich schätze, ihr haben dort auch einen Gegenteiltag und das ist zusammengefallen. Und dann haben sie so getan, als wären die Straßen vereist. Na, oder es hat Emmentaler umsonst gegeben. Emmentaler umsonst, ja, im Juli 2015. Ja, und die Salzstreuer haben halt Salz drauf, damit er nicht so fad ist. Ein Gouda, ein Gouda. Ja. Nein, Emmentaler, Gouda, ja. Holland. Genau, das war die holländische Sendung, Goudamax. Ja, super. Das war in Holland und die waren alle, das war so ein Tag, wo wirklich alle eingekracht waren. Ja? Und da ist halt, Alter, es ist so rutschig, kann der Salzstreuer umfahren. Weißt du, dann ist halt nicht gefahren. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Nein, bitte, weil du vom Gegenteil gesprochen hast und die haben einen Gegenteiltag, auch wenn das heute unser Sendungsthema ist, aber es war nicht gegenteilig, sondern die haben tatsächlich Salz gestreut. Und wo, auf der Straße? Nein. Das hast du nicht gesagt? Nein, natürlich habe ich das nicht gesagt, weil okay, wenn Salzstreuwägen ausrücken und Salz, was machen die dann? Warte nicht, vielleicht... Nein, ins Wasser, hätten anderes. Sie auch in einen See oder ja, so, ja, vielleicht, ne? In die, die haben nicht viele Flüsse und so. Oh ja. Ins Wasser rein, dass die Leute Fische, glauben, sie sind am Meer. Die Fische. Dass die Leute sind am Meer, ja, genau. Oh, das ist ja heiß. Ja. Das ist der Wahnsinn, bitte. Genau. Das ist, und dann dieser frustrierte Moment, wo die Holländer draufkommen, Moment, wir sind ja gar kein Binnenland. Zuerst, der heute ist so rutschig, hör mehr als auch so. Wahnsinn, wir waren noch gar nicht ordinär, aber es ist trotzdem so deppert. So, also die Streuwegen haben tatsächlich Salz gestreut, aber wozu? Und in Wahrheit könntest du jetzt mit deiner Antwort, die du ursprünglich genannt hast, könntest du jetzt punkten, Uli. So, mir helfen. Ja, aber dann verschwindest du ja wieder. Welche? Nein. Die erste Antwort? Dass sie geschwitzt haben. Na, vielleicht wegen Sonnenallergie, dass sie keine statt Sonnenschutz. Nein, warum hast du gemeint, dass man den Leuten Salz ins Gesicht gestreut hätte? Naja, ich habe gemeint, Salz bindet Wasser, aber vielleicht... Ja! Salz bindet Wasser, ja. Ah. Aber das war die... Okay, ah. Aber, Entschuldigung, bitte, vielleicht. Meine Damen und Herren. Dann nimmt man eine Fährte auf und dann sagt der Oliver, er verschwindet da unten. Da geht man also die Fährte nicht mehr weiter. Weil ja, aber es geht nicht darum, dass das Wasser im Gesicht ist und gebunden. Nein, ich glaube, der Rudi weiß es. Der Rudi weiß es. Das Wasser war auf der Straße. Es sind Gletscher geschmolzen. Das Wasser ist auf die Straße geronnen. Gletscher? Die holländischen Gletscher. Ja. Aus dem Binnenmeer. Nein, die da rund um Amsterdam. Die sind geschmolzen. Dann ist das Wasser auf die Straße und man hat es gebunden. Es ist schon übergeschwappt. Die Luftfeuchtigkeit war unfassbar hoch. Und damit das am Boden liegende, dunstende Wasser nicht weiter dunsten kann, wurde es mit Salz gebunden. Oder vielleicht der Schweiß von den Leuten? Zu viel Schweiß auf der Straße? Du pumpst zum Schweiß nicht runter, gell? Die Ratte hat gequietscht. In den Niederlanden haben sie ja sehr viele Mühlen. Interessanterweise nicht, um damit Korn zu mahlen, sondern ich kann auch. Die Assel rennt. Nein, sondern man hat dort sehr viel Mühlen in den Niederlanden, um Land trocken zu legen. Mhm. Wenn jetzt dort nur Hitze ist und möglicherweise kein Wind geht, dann steigt natürlich das Wasser bedenklich hoch. Und vielleicht wollten sie damit Wasser binden. Ja, aber entschuldige, aber der Salzstreuwagen fährt auf der Straße und ist irgendwie kein Amphibienfahrzeug, der dann irgendwie durch die... Oh ja, dass ihnen nicht so heiß ist, Oliver, dass der Asphalt nicht kaputt wird. Weil er durch die Hitze kaputt wird und weil er Risse macht und damit man nicht Aua hat, wenn man barfuß in Flipflops geht und die Flipflops verbrennen und so. Das Salz war ein Schutz für die Straße. Wir fragen jetzt die Dame in Klagenfurt, bitte. Die Provinz Gelderland hatte Angst um ihre Straßen. Genauer gesagt, dass ihnen der Asphalt davon schmelzen könnte. Das Streusalz sollte dem Straßenbelag das Wasser entziehen und dadurch Hitzeschäden verhindern. Kannst du auch ein Geräusch? Omar, du bist der Rattenfänger. Also so viel wirres Zeug und das dann doch im Endeffekt zu einer richtigen Antwort das geführt bin ich. Hat. Das ist wirres Zeug. Das ist Ulrike Beinbold. Ja. Wie wir sie lieben, wie wir sie schätzen. So ja, wunderbar. Und jetzt hast du eine große Ratte. Du, kannst du bitte auseinander tun? Ich will kein Blödsinn davon. Gut. Wir haben schon das Ding der Woche. Oh, was? Das geht es ja soll dahin. Ewig dauern. Ich will bei euch ewig bleiben. Schön.
Rudi, kennst du das Ding der Woche? Ich kenne die Sendung sehr gut, ja. Ich glaube, 3 Joker habe ich noch, wenn alles. Das war super. Sehr lustig. Und jetzt ab oder da, aber wieso fragst du dich, ob er es nicht in der Woche kennt? Vorher gesagt, oder was? Nein, die Rubrik. Ach so, aber die Rubrik kennt. Weil es gibt ja schon Leute, die sich zum ersten Mal einsetzen. Ja, diese Präpotenten-Kabarettisten. Und dann so zu tun, als hätten sie sich Sendungen angeschaut. Bereit für das Ding der Woche? Bitte. Papa. Papa. Aha. Das ist ein Klettverschluss. Ja klar. Du, nach 15 Jahren gehen uns die Dinge aus, Klettverschluss. Da, ich zeige Ihnen kurz, wie ein Insert, wozu das Ding der Woche dient, meine Damen und Herren. Und ja. Das genau. Glaubt nicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht gebraucht ist. Rudi, was du jetzt nicht weißt, wir haben schon das Insert gesehen, du nicht. Gerald. Ich du hast jetzt gesagt, ich gib nur die Dinge weg, damit man es nicht verwechselt. Habe ich ja gerade. Ich habe es gerade zur Seite geschoben. Ich bin ja nicht zum ersten Mal daher. Achso, du, das ist der Rudi, entschuldige. Das gibt es ja nicht. Du hast gerade gesagt, ich hoffe, dass es nicht schon gebraucht ist. Ja, kommt drauf an. Und das nächste, was du gesagt hast, ist Gerold. Ich habe es ja auch in der Hand gehabt. Nimm es halt nicht in den Mund. Nein, nicht. Aha. Also, okay. Das also, ist sicher original verpackt gewesen. Ich mache mal das, was alle immer machen. Es ist vorne rot und hinten blau. Dazwischen ist ein schwarzes Band, welches man stretchen kann. Also es ist das Gummi. Seht ihr das? Ah, die Geräusch geht noch. Das, Wutzen! Ja. Der war der Beste. Wutzen. Wutzen ist super. Des Weiteren möchte ich noch dazu sagen, dass hier eine nicht nur optische, sondern auch praktische, technische Trennung stattgefunden hat. Also dieses rote Trennelement wurde angenäht. Das heißt, man kann hier nicht durchgreifen. Aber dieses Material da, das schaut ein bisschen so aus, wie es Tragegurte oft haben, damit die Schulter geschützt wird. Also sehr wahrscheinlich soll mit diesen Dingen etwas geschützt werden. 2 von diesen Öffnungen gibt es. Und jetzt möchte ich dazu sagen, ich bin schon wahnsinnig neugierig, was der Rudi damit macht. Schau, wie du diesen Platz genießt und dich aus der Verantwortung stellen kannst. Na, also mehr Verantwortung hätte ich jetzt nicht übernehmen können. Ich habe es quasi von vorn bis hinten beschrieben. Eine Möglichkeit, ja. Ja, ja. Das hat die Helene Fischer auf der Bühne. So, wenn sie ein Konzert gibt, dann wird die so hochgezogen manchmal. Das sind so Special Effects. Ja, aber nur einmal. Ja, nur einmal, ja. Und das hat ihr der Florian Silbereisen geschenkt. Als sie noch dicker waren. Und jetzt hat sie sich gedacht, das brauche ich nicht mehr von dem Deppen. Ich schicke es einfach an, was gibt es Neues? Da kriege ich immer noch 300 Euro Büchergutschein. Schöne Geschichte. Wunderbar. Und pass auf, ich habe noch ein zweites, das kriegt der Günther. Ja? Uli, schau, machen wir was miteinander mal. Uli. Bitte, Schatz. Jetzt bin ich was möchtest du? Ja. Du nimmst den Mittelfinger. Gib nur die Dose weg. Nein, Mittel nimm mir nicht. Pass auf, mach einfach das, was ich zu dir sage. Vertrau mir. Vertrau mir. Das ist der wichtige ich Satz. So, was gibt es da weg? Uli, es kann nichts passieren. Er hat einen Gummi. Gib das weg, dass man das sieht. Oder machen wir auf Dschungelkämpf. Das nein. Auf Ex. Nein. Nein, pass auf, aber nicht Mittelfinger. Auf Mittelfinger. Ja, einen Mittelfinger. Und ich auch Mittelfinger. Und das ist fürs Fingerhageln. Ja, Schutz. Jetzt haben wir verloren. Nicht zu fest! Was? Du machst es ja hin! Warum? Na, warum? Na, ihm hat's gefallen. Es ist nicht dafür da, dass du es überdienst. Aber Entschuldigung, das ist ein Gummizug. Entschuldigung, der Oma. Ja, aber auch ein Gummizug hat irgendwann. Der Oma ist draufgekommen. Es ist eine Sonnenbrille. So oder so, es wirkt auf jeden Fall total entspannend. Das muss ich sagen, mehr. Ja, dreh's einmal um, das ist das siehst du durch die blaue FPÖ-Brille und unsere tolle SPÖ-Brille. Ah, du meinst, man kann sich politisch umorientieren? Ja, genau. Das ist eine Sonnenbrille im Comic. Du, aber schwarz ist immer dabei. Ja, und irgendwann. Ja, kriegst passend dazu. Ja, danke, geht schon. Oma. Ich fang blind. Okay, du fängst blind. Danke. Und Oma, wenn es so weitergeht, dann wird es einmal braun. Ja. Man kann 2 Besen gleichzeitig damit an einen Besenstillhalter aufhängen. Das sind ja immer Haushaltsgeräte, sehr praktische Haushaltsgeräte. Wie kannst du damit, wo kannst du... 2 Besen, Besen 1, Besen 2. Ja. Leider nur ein Hacken.
Geht trotzdem. Ah, verstehe, okay. Genau. Ja, ich habe ja auch immer zwei Besen, wo ich nicht weiß, wo ich sie aufhängen soll. Das Antwort, die ich bitten konnte. Das war großartig. Brillenschutz. Will noch kurz Winter, was ist los? Du schaust anders aus. Brillenschutz. Ich habe die Brille aber da. Ach so, das, ich habe gewusst, da ist irgendwas anderes. Ah, ja, okay. Aber die passt eh farblich zu deiner Brille. Übrigens, ich habe neue Brillen und es ist keinem aufgefallen. So. Ein bisschen traurig. Danke, Bassschüler. nein, das ist eine Brille für die Brillen in der Schutz, dass man die Brillen schützen kann. Ein Brillenschutz. Nein, glaub was, ich habe so lang Brillen, das ist kein Schutz. Das macht hin. Aber die Uli weiß es. Nein, so, sie vermutet es. Wenn mein Oliver, wenn ich das heute mal so sagen darf, ja, meine Uli. Wenn mein Oliver sagt, nicht in den Mund nehmen, dann war es irgendwo, wo man es nachher nicht in den Mund nehmen soll. Das sagt der, wie zum das sagt Beispiel... Oliver. Wie zum Beispiel die Zechis. Was? Es könnte zum Beispiel etwas super für den Hallux sein oder so. Das ist sowas, das ist vollkommen das ist vollkommen. Jawohl! Ja. Es ist ein Expander für Trainingszwecke. Für die großen Zehen, ja. Und mit dem lässt sich der berüchtigte Hallux Valgus, also das Überbein. Ja. Trainieren! Ja, leider. Jetzt habe ich mich lang zurückgehalten. Ja, aber das hat sich ausgezahlt. Nein, es ist definitiv so, dass du da bist. Und man muss jetzt vorstellen, das wären jetzt meine Füße und das wären die großen Zehen. Und dann kannst du tatsächlich so irgendwie Übungen spannen, machen. Spannen, damit sich der Knochen ja da wieder... Jetzt, wo du es gesagt hast, tue ich es auch. Die sind original verpackt ja gewesen. Ich kriege jetzt ein Fußpilz im Auge. Deswegen. Ja, aber lieber Oma, es ist kein Problem, weil du kannst dann selber wegoperieren. Also ist doch super. Das ist aber blöd, weil er nichts sieht. Hat er ja. Deswegen immer schnell. Das sagt man, dass beim Arzt, dass ein Arzt das passiert ist. Super, wundervoll. Gut, haben wir's. Also, Expander fürs Überbein, Hallux Valgus. Und geschickt hat uns das, ihr werdet euch nicht mehr erinnern können, aber wir haben schon so viele Dinge der Woche von dir bekommen. Die Nora Meixner aus Coburg hat uns das wieder zugeschickt. Ja, 300 Euro Büchergutschein, Sie haben sich schon reich gelesen, Frau Meixner. Alles Liebe, danke. Aber ganz ehrlich, ich mein, normalerweise findest du ein Ding der Woche nicht. Ja? Mhm. Und da denkst du irgendwann, was kommt die für was gibt es Neues, was kommt ihr noch suchen? Ja? Ja. Und da müsst ihr mal finden. So, ja, ja, das macht die Frau Meixner, die ja, hat eben uns schon oft das beglückt. Das glaube ich gar nicht, dass die das selber macht. Die hat einfach so komische Dinge daheim, dass da wer zu ihr kommt und sagt, was ist denn das schon wieder? Das dann, ah ja, stimmt, das könnt ihr einschicken. Ja. Der muss ausschauen, die drauf, Frau Meixner macht das hauptberuflich. Die macht das hauptberuflich. Weißt du, wie viele Dinge die uns schon geschickt hat? Könnt ihr euch noch erinnern? Könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr so abgelästert habt? Ich weiß nicht, wer in der Sendung war. Dieser Kochlöffelhalter, ja, diese ja Plastikflasche. Das war eine Wahnsinn. Ja, ja, und ich habe das so verteidigt, während ihr euch darüber lustig gemacht dabei habt. Und eine Woche später hat es mir die Frau Meixner an meine Privatadresse geschickt. Danke, Frau Meixner. Das ist der Gerry Seidler, damals gemeint, dass wir fix zusammen sind. Die Frau Meixner hat mittlerweile so viele Dinge in der Woche hergeschickt, die wohnt mittlerweile beim Thalia. In Coburg, in Bayern. So. Was gibt es Neues im Kabarett? Euer lieber Freund und Kollege, Musikkabarettist Christoph Spörk, der präsentiert kommende Woche sein neues Soloprogramm. Er wird uns gleich mehr darüber erzählen. Am Dienstag ist die Steiermark-Premiere im Theatercafé und am Donnerstag dann gleich in Wien im Casanova. Christoph, bitte. Grüß euch. Buenas tardes. Um Missverständnissen vorzubeugen, mein neues Musikkabarett-Soloprogramm heißt Kuba, ist aber kein Lichtbildvortrag. Kuba ist für mich einfach ein besonderes Land. Ich habe besondere Beziehungen dorthin. Und Kuba kommt auch in meiner Frage vor. Was, glaubt ihr, ist eine kubanische Acht? Was ist eine kubanische Acht? Das ist eine italienische 16.
Gegenteiltag. Es ist Hälftetag. Ist es ein Hälftetag? Ist es eine Tanzfigur? Eine Tanzfigur? Ja, die nein, die kubanische Acht. Die kubanische Acht. Die kubanische Acht. Ist es eine Tanzfigur? Sicher. Das ist das, was man beim Lambada macht. Genau. Vollkommen richtig. Mhm. Wenn man Polonaise tanzt, tanzt dann Achter. Auf kubanisch halt. Das würde anders sein. Der Kubaner tanzen keine Polonaise. Ja, die Kubaner haben das im Blut, das sind ja nicht solche Tampen wie wir. Die müssen ja nicht, wenn sie sagen, tanzen, nehmen wir uns an der Schulter und gehen wir mal in den Geist. Nein, das heißt, Kubaner haben das so. Kubaner haben das. Ja, das ist der Achter. Und ich kann ihn halt nicht, aber die Uli hat, ich glaube, dass die Uli schon wieder recht hat. Aber das war jetzt eine kubanische. Na, machen wir das einmal. Wir tanzen so einen kubanischen Achter, mir. Dann gehen wir alle so durch einmal. Probieren wir es. Wo geht's? Wieso gehen wir da? Gehen wir da so und da unten und da so. Ja. Jetzt machen wir es. Jetzt schau. Wer da runter, Gerwald kommt da, oder? Was, mir nach, oder was? Ja, nicht klar. Okay, ich mach die Musik dazu. Okay? Du machst die Musik dazu. Ja, eins, zwei. Warte. Der Oma macht die Musik dazu. Na, das ist ja keine kubanische Musik. Wir brauchen drei, vier. Komm mit. Mitkommen! Yes. Ich war jetzt fast in der Hundstrimmel reingestiegen. Ich habe versucht, gerade noch ein bisschen. Ah. Ja, es ist aber vorbei. Ja, ich weiß. Aber ich hatte jetzt gerade, das war jetzt so ein richtiger Erinnerung an mein Privatleben, nicht? Hey, es ist vorbei. Ja, aber ich habe kubanische Musik aufgelegt. Ja, aber ich gehe jetzt. Ja. Danke, es war ein schöner Abend. Die kommen nicht mehr wieder. Aber wenn das, was wir gerade gemacht haben, die kubanische Acht ist, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass sich der Kommunismus nie durchsetzen kann. Ja, das ist wahr. Haben wir natürlich nie. Aber lachen, die kubanische Acht wurde, und ich meine, so passt das dazu, die wurde eher zufällig erfunden oder entdeckt. Also das ist so, wie ihr das jetzt gemacht habt, also mal was aus einer Notlage heraus, und damit verrate ich schon sehr viel, wurde die kubanische Acht entwickelt. Ihnen hat ein N gefehlt, war kubanische Nacht eigentlich. Zufall! Oder? Es ist was zum Essen. Pass auf. Das erste Mal, dass ich wirklich was weiß. Ja? Die Chinesen haben die acht Schätze, wir haben die kubanische Acht. Ja. Kuba Acht, irgendwas. Wir haben die kubanische, wo denn? Die acht Schätze, die Chinesen. Ja, das weiß ich schon, aber wo haben wir die kubanische Acht? Ja, gegessen. Wer hat die gegessen? Ja, er. Die kubanische Acht. Nein, das ist so, wie der Jesus hat 12 Apostel gehabt, wir haben nur 8 gehabt, wir haben die kubanische 8. Es ist der Fortsetzungsfilm von die glorreichen 7. Sequel. Aber, ja, wunderbar. Ich glaube, besser wird es nicht. Das glaube ich auch. Nein, ich habe eine großartige Tanzeinlage. Schade, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich eine kubanische Musik tue. Aber es ist Oliver, du kannst das im Fernsehen anschauen. Ja. Aber es ist wirklich wie. Aber wieso? Es ist ja live. Aber es ist ja in der DVD. Natürlich. Ich weiß.
Wirklich? Aber ich gehe jetzt nach Hause. Jetzt ist irgendwas so gegen 23 Uhr wahrscheinlich bald. Also ich habe gerade keine Uhr dabei. Und, aber es wird ja morgen wiederholt in der DVD. Richtig. Und morgen schaue ich mir dann euren Tanz in der DVD an. Und ja, in der Zwischenzeit, ich glaube, wir sollten es noch auflösen. Oder schauen wir es uns auch in der DVD an. Nein, nein, das interessiert uns. Komm, ja, genau. Bitte. Christoph Spörk, bitte. Der tanzt jetzt allein? Die kubanische Acht ist eine Looping-Figur. Und zwar heißt sie auch Looping 8. Sie besteht aus zwei nicht ganz fertig geflogenen Looping-Schlaufen und zwei halben Rollen um die eigene Achse. Sie wurde erstmals 1936 in Kuba bei einem Kunstflugwettbewerb geflogen, und zwar unfreiwillig. Die geplante Figur ist nämlich total in die Hosen gegangen. Und die Punkterichter haben dann den kubanischen Piloten gefragt: Alter, was war das? Und er hat gesagt: Das war eine kubanische Acht. Dankeschön, Christoph. Und genau so wie ihr das entwickelt habt, der ist da geflogen, so. Dann hat er sich natürlich drehen müssen, ist er da weitergeflogen, nochmal wieder zurück, dann hat er sich wieder drehen müssen, so, und so ist die kubanische Acht entstanden. Ja, aber eine Ursprungsfigur, der mexikanische Simba, oder was? Das weiß ich nicht, da fragt bitte den Christoph Spörk. Ich gebe nein, aber dazu gehört immer ein angebrochenes Cockpit nach korrekter kubanischer Acht. Ich war schlechter gesagt, ich sage lieber nicht noch einmal. Das war mehr erbrochenes als gesprochen. Wir haben noch ein paar Minuten, wie ich sehe, und wir brauchen, um morgen die DVD auffüllen zu können. Pass auf, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Wer kriegt die Spinne? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Nein, der kriegt die Spinne oder diejenige kriegt die Spinne, der die mir sagen kann, was eine nasse Versteigerung ist. Eine was? Eine nasse Versteigerung. Okay. Das ist im Hallenbad. Im Hallenbad, wenn sie Bodenhauben versteigern. Wo wird im Hallenbad eine Badehaube versteigert? Wo gibt es diese Fragen, die uns stößt? Hier gibt es die Fragen. Ja, ich habe noch nie. Was ist denn? Was ist im Hallenbad? Was ist, einmal im Jahr, was so die Badehaube im Kastel, die liegen geblieben sind und die abpatzten Badehosen. Und dann gibt es einen Flohmarkt am Sonntag. Du fragst mich, was eine nasse Versteigerung ist. Ich habe eine mögliche Antwort, ja. Und ich scheiß mich zusammen. Du bist aber narrisch. Nein, ich habe mich so bemüht, weil ich will die Spinne unbedingt haben. Und dann komme ich drauf, nein, ich muss so weitergehen. Ich glaube, es könnte kommen aus der Zeit, wo Marcel Reich-Ranicki noch Versteigerungen gemacht hat. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Das ist. Soll ich nicht. Ich mache mal die Runde fertig und muss dann zum Abschluss muss ich jemandem die Spinne geben. Aber das war schon ganz. Das war auch sehr gut. Also. Nein, es wird ja jetzt wienweit zur Waffenverbotszone. Das heißt, auch der Versteigerungshammer ist durchaus ein Gerät, mit dem man jemandem wehtun kann. Und in Zukunft wird es einfach. Man braucht das Signal, oder? Das sagt zum Dritten, zum Ersten, zum Zweiten und zum. Ach ja, also. Aber du kannst nicht das Wasser durch die Zahnlücke spritzen. Entschuldigung. Sollte man nicht. Ich glaube, das ist jetzt eher eine nasse Verschweinerung. Warst du schon fertig? Nein, noch nicht fertig. Aber vielleicht ist das eine nasse Versteigerung, wenn jemand ein Bild versteigert, das er so gerne gemalt hat und das war so schön und es bedeutet so viel und dann weint er. Okay. Dann weint er, weil er so traurig ist. Das Bild hergeben muss. Ja, und dann ist eine nasse Versteigerung. Und er weint so, dabei drückt er auf den Knopf und es rennt durch den Schredder. Wie das ist die nasse. Das. Gerald, du wolltest noch was sagen. Nein, wirklich nicht. Wieso? Das war doch super. Also ich weiß jetzt echt nicht, wem ich jetzt quasi diese Spinne gebe. Oder es ist ein Bild, es ist ein Aquarellbild, was gerade fertig geworden ist und nur nass ist, haben wir es gleich versteigert.
Ah, ja. Das ist eine nasse Versteigerung. Okay. Daher damit der Spinne jetzt. Ja. Die nasse und die trockene Versteigerung. Es geht um quasi einen und denselben Artikel, aber einmal gibt es einen nassen, nass und einmal als trockene Versteigerung. Ja, entweder du hast das flüssig oder du musst Schulden aufnehmen. Muss ein Swimmingpool oder der Nasse? Ein Wettex. Der Wettex hält es unter Wasser und dann ist er nass. Wer versteigert denn einen Wettex? Ja, wer stellt solche Fragen? Vor allem, aber was, einmal ist es nass und einmal ist es trocken, der Gegenstand? Nein, der Gegenstand ist immer der Gegenstand. Warte, nein, das ist meine Karte. Der Gegenstand. Aber Oliver, sag mal, wie du rennst, das gefällt mir. Weil, dass du von mir glaubst, dass ich so schnell bin, das gefällt mir wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, wenn es um meine Karten geht. Für ein Wahnsinn. Das war eine brasilianische 7 übrigens. So, schau. Versteigerung. Ja. Okay, was wird alles versteigert? Bilder, Möbel, Schmuck, es wird Häuser. Es wird auch Wein versteigert. Ja. Trockener? wenn man ihn kostet dabei. Super. Aha. Wenn man ihn kosten darf, weil einfach eine größere Charge versteigert wird, wo man sagt, okay, wir haben hier 10 Kisten, aber eine Probeflasche, dann ist es eine nasse Versteigerung. Dann können die Leute, die sich an der Aktion beteiligen, können ihn kosten. Aber trockene Versteigerung, wenn du nur noch eine Flasche eines ganz edlen Jahrganges hast, dann kannst du ihn nicht aufmachen und verkosten lassen. Dann ist es eine trockene Versteigerung. Und jetzt muss ich die Spinne doch leider dem Debütanten geben. Rudi Schöller hat eine wunderbare erste Sendung abgegeben. Dankeschön. Und ich bedanke mich noch bei Stefanie Winkler aus Klagenfurt mit einem 300-Euro Büchergutschein. Eine wunderbare Ausgabe von Was gibt es Neues? Ich glaube, ich schaue es mir morgen wirklich in der DVD an, um eure Tanzerei noch mal in Ruhe zu sehen. In der Zwischenzeit suche ich noch kubanische Musik. Bedanke mich bei Ihnen hier im Saal, bei meinem Rateteam und bei Ihnen zu Hause. Freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Alles Liebe für das Wochenende.